Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einem weiteren The Forest Creative Video. In dieser Folge bauen wir diese wunderschöne kleine Burg. Und ja, falls ihr wissen wollt, wie ihr diese Base baut, bleibt einfach dran. Und ich würde sagen, genug gelabert, meine lieben Freunde, let's go. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Ihr braucht diese Form von eurem Fundament her. Baut es ungefähr ein Steinzaun hoch und halt wirklich von der Form mit der Spitze und hinten mit den zwei Ecken. Und wenn ihr das habt, könnt ihr das Ganze auch fertig bauen und solltet dann wie hier eine Fläche haben, die ungefähr so hoch ist, dass ihr gerade so drauf hüpfen könnt, so dass der Zaun ziemlich bündig abschließt und ihr eine relativ coole Fläche habt. Der nächste Schritt, Steinzaun. Wie schon gesagt, benutzt den Steinzaun und zieht ihn so nah, also relativ nah und am besten auch wirklich so nah wie ihr könnt, ohne große Lücke, jetzt am Fundament entlang. Es ist nicht schlimm, werdet ihr gleich sehen, wenn wie bei mir die Steinzäune nicht 100% gleich hoch sind. Klar ist es schöner und besser, wenn ihr eine komplett gerade Fläche euch sucht, so dass das Fundament an jeder Ecke gleich hoch ist. Ihr müsst aber nicht unbedingt, wie in diesem Fall hier, alle Ecken gleich hoch haben. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Also, einfach versuchen, den Steinzaun jetzt so nah wie es nur geht, halt an dem Fundament einmal ringsherum zu ziehen. Ordentlich, genau in der gleichen Form, so wie das Fundament ist. Und ihr seht schon, dass es hier jetzt bündig abschließt und so können wir das Ganze auch abschließen. Habt ihr den Steinzaun fertig gebaut? Nächsten Steinzaun. Den, ganz wichtig, auf dem inneren Ring von dem Fundament bauen. Und nicht draußen auf dem Steinzaun. Vorne zwei Teile wegnehmen und geht relativ weit hinten ins Buch und benutzt die Verteidigungswand und baut euch damit quasi den Eingang. Ich wollte es eigentlich spitz haben, also zwei spitze Seiten, dafür war es aber alles ein bisschen zu kurz. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, es gerade zu machen. Baut wie ich hier in diesem Fall einfach einmal dann eine gerade Wand. Und an der geraden Wand baut ihr dann später den Eingang, also das Tor, was quasi aufschwenkt. Entweder baut ihr zwei Seiten. Da müsst ihr es allerdings einen ganz kleinen Tacken noch breiter bauen, als ich es jetzt gemacht habe. Und dann könnt ihr es so machen, dass beide Türen aufgehen. In meinem Fall hier die Version ist die Tür leider ein kleines bisschen verbuggt. Ist aber auch kein Problem, funktioniert trotzdem, ist halt nur eine Seite. Und baut euch vorne noch die Treppe, so dass ihr schön hochkommt. Und ja, baut dann auf jeden Fall komplett einmal den Steinzaun fertig. Ringsherum, gönnt euch richtig, kann man sagen. Und dann baut ihr einfach einmal alles fertig. Hier vorne zeige ich euch jetzt gerne auch noch einmal, benutzt einfach die Taste R, was es jetzt auf der PlayStation ist, keine Ahnung. Und hier meine ich, da seht ihr schon, es ist ein ganz kleines bisschen zu kurz. Deswegen kann ich nur einen bauen, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, trotzdem nur einen zu bauen und das nicht noch viel größer zu machen. Weil ich halt relativ viel mit Steinen bauen wollte. Und dann habt ihr auch eigentlich die erste komplette Schicht fertig. Ihr habt die Tür, ihr habt die Treppe, ihr habt ja das Steinfundament plus die erste Schicht der Steinwand und habt damit sozusagen das Grundfundament stehen, wo ihr reinrennen könnt schon und euch ein bisschen schützen könnt und ihr seht schon in etwa, auf welche Form es rausläuft. Aber ich habe mir ein paar richtig krasse und gute Ideen einfallen lassen und es gehört wirklich mit zu der besten Bauidee, die ich je hatte. Jetzt ist wichtig, nehmt immer hier vorne den Steinzaun weg, damit ihr quasi vorne den Eingang nicht zu habt und lasst euch zwei Fenster an der linken und an der rechten Seite. Den Rest könnt ihr jetzt einfach easy going fertig bauen und dann baut ihr quasi euch eigene Fenster. So. Als nächstes, wie schon gesagt, könntet ihr jetzt quasi einfach so die Steinschicht draufsetzen, dann hättet ihr auch Fenster, baut aber, weil ich es einfach auch geiler finde und besser aussieht, in die Fenster Knochenzaun oder Holzzaun. Allerdings finde ich den Knochenzaun, der sieht einfach besser aus. Setzt den einfach in die Fenster rein, in die Lücke und zack, fertig bauen und dann die nächste Steinschicht drauf, so dass ihr quasi ein richtiges Fenster habt.
Jetzt auch wieder, könnt ihr alles so lassen, nur vorne im Eingang immer dran denken, macht den Steinzaun weg, nicht dass ihr aus Versehen den mal mitbaut. Und ja, dann baut ihr einfach diese Schicht hier auch noch komplett fertig und dann habt ihr schon sozusagen die erste Etage geschafft von eurer Burg und das war's dann eigentlich auch schon. So, der nächste Schritt ist ein bisschen komplizierter. Und zwar müsst ihr die Plattform benutzen. Die Plattform muss genau mittig, gerade in die Mitte, da wo ihr reinkommt, also direkt auf die Wand, auf die ihr zulauft, und ungefähr diese Höhe hier haben. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wenn eure Wand 3 hoch ist, seht ihr, dass so eine kleine Lücke noch zwischen dem Balken, von diesem Mittelbalken her ist. Und vorne dran baut ihr auch direkt das Seil, so dass ihr an der Plattform hoch und runter klettern könnt. Und das ist halt wirklich ein wichtiger Schritt. Baut jetzt diese Plattform und baut auch jetzt weiter mit dem Steinzaun und allem, wie ich es mache. Weil ab jetzt müsst ihr so weiterbauen, wie ich weiterbaue, damit alles so klappt. Ganz wichtig. So, baut wie immer einmal jetzt noch ringsherum den Steinzaun fertig. Der verschmilzt dann auch wunderschön hier mit der Plattform, so dass man quasi nicht mehr erkennt, dass da eine Plattform drin steht. Die Plattform bauen wir auch gleich noch ein, aber dazu kommen wir jetzt gleich erst. So, ihr seht schon, das soll ungefähr die Höhe von der Plattform erreichen. Das bedeutet, ihr müsst jetzt noch 2 bis 3, sogar teilweise bis 4 Schichten setzen. Jetzt ist wichtig, diese Schicht lasst ihr komplett. Sobald ihr die Schicht erreicht habt, in etwa 4 bis 5 hoch, ihr müsst euch selber überlegen, was ihr besser findet, ist genug Lücke zum Tor, so dass quasi eine Lücke entstanden ist und ihr dann dadurch quasi auch wirklich das Tor öffnen könntet. Diese Lücke baut ihr dann, so wie ich in diesem Fall hier, auch komplett zu, weil jetzt könntet ihr das Tor öffnen und schließen und ihr habt noch so einen geilen Vorsprung nach draußen, der einfach nochmal so einen richtig geilen 3D-Effekt hat, wenn das Tor auch zu ist. Und ich finde persönlich einfach, dass es megamäßig nice aussieht. Und jetzt habt ihr auch schon eine gewisse Höhe, hier hinten noch den Turm und der guckt halt auch nur noch dieses Ministück raus. Und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Schritt. Let's go! Der nächste Schritt sieht so aus, dass ihr hier oben Steinzaun bauen müsst. Und zwar jetzt von hier. So, dass ihr seht schon, es schließt ziemlich perfekt mit der Kante von eurer Plattform ab. Und jetzt müsst ihr den Steinzaun ringsherum auch noch bauen. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwieriger, dass ihr da halt überall rankommt. Aber ihr werdet gleich verstehen, wieso. Lasst es erstmal so, wie es jetzt ist. Und jetzt kommt nämlich der nächste Schritt, dass ihr den Turm einbaut. Lasst oben die Kante erstmal so sein, wie sie ist. Weil der nächste Schritt ist nämlich, dass ihr jetzt hier die Kante euch so einbaut, dass ihr nur eine gewisse Lücke lasst. Ein ganz großer Tipp ist jetzt noch hier an der Stelle, lasst die Lücke ein kleines bisschen breiter als bei mir. Oder lasst euch die vordere Seite komplett frei. Ich persönlich wollte halt so klein wie möglich die Lücke haben, weil ich weiß, dass man durchklettern kann, lasst sie aber auf jeden Fall breiter als hier in diesem Fall. Ihr werdet später noch sehen, wieso. So, und dann müsst ihr quasi einfach nur noch diese Steinschicht komplett einmal bis nach oben komplett nochmal fertig bauen. Also jede Schicht jetzt immer stapeln, komplett einmal bis nach ganz oben, bis ihr auf die Höhe von der Plattform ankommt und dann habt ihr auch schon den nächsten Schritt geschafft. Und zwar sozusagen den Weg zur Etage 2 plus einbauen. Der nächste Schritt, wenn ihr die Plattform hier oben habt, ist, dass ihr hier oben weiterbaut. Und zwar setzt ihr jetzt hier die Kante drauf, setzt jetzt hier die Kante drauf und setzt jetzt hier die Kante drauf. Deswegen habe ich vorhin zu euch gesagt, lasst ruhig die Blaupausen, aber besser ist, ihr nehmt die weg, weil ihr seht jetzt auch schon, es ist nicht mehr richtig gerade. Und wir wollen aber die vordere Ecke so hoch gelegen haben, deswegen müsst ihr jetzt auch diese ganzen Ecken hier entfernen. Ihr könnt einfach auch, wenn ihr jetzt ohne Mod-Menü spielt und einfach so im Creative-Modus baut, einfach über die hochhüpfen und dann quasi oben drüber laufen und alle entfernen. Oder ihr baut euch halt eine Plattform außenrum, dass ihr da drüber laufen könnt
Und dann habt ihr auch schon den nächsten Schritt geschafft. Ihr habt quasi so einen kleinen Vorsprung mit dem Turm gebaut, der relativ geil aussieht und so ein bisschen auffächert. Und ihr habt die komplette Plattform eingebaut, kann man sagen. Der nächste Schritt ist draußen. Setzt noch einmal komplett ringsherum Steinzaun, weil ihr habt dann eine etwas höhere Steinmauer, die die Gegner erstmal kaputt kriegen müssen. Vorsicht, hier vorne müsst ihr auch wieder wegnehmen. Aber ihr habt auch nochmal so einen kleinen Versatz, der richtig geil aussieht, dass eure Burg später da drin ist. Und ihr habt wirklich einfach noch ein kleines bisschen mehr Schutz als vorher. Und warum nicht, ist auch nicht schlecht. Das ist der nächste Schritt. Und wenn ihr den habt, seid ihr erstmal mit außen fertig und könnt euch dann um den nächsten Schritt kümmern, und zwar Etage Nummer 2. Etage 2. Eigentlich relativ einfach. Ihr nehmt euch den Boden und baut einfach, wie sonst auch, eine normale Decke. Jetzt denkt ihr euch alle so, hä? Ja, wie? Aber ich kann doch jetzt gar nicht mehr die Plattform Loch schneiden, dann geht doch alles wieder kaputt. Nein, baut einfach die Plattform fertig. Zack, geht ans Seil, klettert durch euren Boden durch. Und herzlich willkommen in Etage Nummer 2. Etage 2 habt ihr und ihr könnt auch genauso einfach wieder runterklettern und habt dann quasi Etage Nummer 1 und 2. Und ihr seht jetzt schon, dass ich hier so ein bisschen verbuggt war. Und das ist der Grund, warum ich sage, macht es ein bisschen breiter als ich in diesem Fall. Lasst am besten die vordere Seite komplett frei oder lasst wirklich eine große Lücke. Weil am Ende war es nämlich so, dass ich komplett festhing. Aber egal, wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Schritt. So, ihr habt den Boden fertig und könnt jetzt hier bauen. Und habt jetzt quasi Etage 2. Jetzt ist wichtig, dass ihr nicht die nächste Steinschicht wieder auf die nächste Außenschicht baut, sondern genau wie am Anfang auch, nicht die äußere Schicht nehmt, sondern wieder die innere Schicht nehmt und innen ansetzt. Also hier an den Ecken genau vor die andere Steinmauer, so dass ihr wieder ein kleines bisschen schmaler werdet, aber auch wieder komplett gerade seid. Das ist eigentlich der Hauptgrund, dass es wieder ordentlich und gerade aussieht und auch ordentlich und gerade ist und ihr so auf jeden Fall auch noch mal richtig geil einen kleinen Versatz habt und hier hinten die Ecke ausfüllen, zack. Baut das auch alles fertig und ihr habt schon wieder einen großen Schritt geschafft, um Etage 2 komplett fertig zu machen. Ich würde sagen, weiter geht's. Der nächste Schritt ist Steinzaun, Steinzaun, Steinzaun und noch ein bisschen mehr Steinzaun. Jetzt baut ihr komplett ringsherum. Lasst euch genau wie unten links und rechts eine Lücke für die Fenster, wo ihr dann einfach wieder Knochenzaun reinsetzt. Drückt einmal C, damit ihr quasi den Zaun selber setzen könnt. Zieht euch in die Lücke 2 breit einfach den Knochenzaun. Genau das gleiche auf der anderen Seite auch. Und dann habt ihr quasi schon die erste Höhe, die ihr haben müsst, um dann noch eine Schicht drauf zu bauen, ein Fenster zu haben und schon an sich eine vernünftige Deckenhöhe zu haben. Das Problem ist, in diesem Fall klappt es halt nicht, weil ihr ja den Eingang habt mit dem Podest von dem, von der Plattform, wo ihr jetzt nicht einfach sagen könnt, okay, die Wand reicht auf 3 Höhe, weil wenn ihr hochklettert, kommt ihr ja mit dem Kopf direkt dagegen. Und deswegen müsst ihr jetzt hier den Turm auch noch ein bisschen höher bauen. Auch hier ist direkt der Tipp, wenn ihr die Plattform so habt, dass vorne nichts ist. Am Ende bin ich auch hier durch die Lücke nicht mehr durchgekommen. Es war ein Stück zu schmal. Und deswegen sage ich, lasst am besten entweder eine wirklich breite Lücke bei der Plattform oder macht gar nichts hin. So. Ich habe jetzt in dem Fall erstmal so weitergebaut, aber ihr, wenn ihr jetzt hier nur die Seitenwände habt, baut halt auch einfach die Seitenwände fertig. Und in dem Fall ging es halt noch, dass ich so da durchklettern konnte, hoch und runter, gar kein Problem. Aber jetzt kam halt das Problem, dass ich hier nicht mehr durchpasste. Und deswegen lasst die Lücke breit genug, Freunde. Lasst die Lücke einfach breit genug und nimmt entweder nur eine Seite eingepackt oder halt macht gar nichts. Weil ihr kommt nicht mehr durch und dasselbe war dann auch der Fall unten, dass ich quasi eingesperrt war. Und deswegen müsst ihr da ganz stark drauf achten,
Das ist in diesem Video hier quasi noch ein Fehler, weil ich alles nebenbei gebaut habe und mir die Ideen so kamen. Und baut das auf jeden Fall anders. Ich habe in dem Fall jetzt halt einfach alles weggekloppt, habe dann einfach die Wand nur an den Seiten gebaut, unten genauso dann später einmal alles hoch weggekloppt und so dann quasi den Aufgang und die Lücke breit genug gemacht, dass wenn ich hochkomme, einfach durchlaufen kann und quasi in Etage 2 komme. Wenn ihr dann so wie ich hier diese Lücke schön habt, baut ihr quasi noch eine Schicht drauf, dass ihr wieder durchpasst. Und halt auch eine wirklich geile Höhe habt, weil eine Burg hat hohe Wände und auch hohe Wände müssen einfach in der Burg sein, genauso wie dieser kleine Turm. Ich finde, das gehört einfach dazu. Hier baut ihr jetzt so, ihr könnt diese Lücke jetzt so lassen, weil ihr durch diese Lücke schon im Stehen passt, wenn es 2 hoch ist. Aber falls ihr nicht durchpassen solltet durch irgendwie eine kleine Stelle, die ihr nicht perfekt gebaut habt, könnt ihr auch einfach in die Hocke gehen und passt locker jetzt durch diese Lücke durch. Und dann habt ihr auch schon Etage 2 geschafft. Baut nochmal eine Schicht Boden drauf. Ihr seht schon, da vorne geht dann auch schön alles hin. Und ja, dann habt ihr Etage 2 vom Grundaufbau auch geschafft. Hier könnt ihr halt hoch, indem ihr mal ans Seil geht. Einmal runter, einmal direkt wieder hoch. Gar kein Problem, ihr seid wieder oben. Und könnt dann von hier auch ganz entspannt später Kannibalen, Mutanten oder andere Gegner wegballern. Und so könnt ihr einfach, wie ich gesagt habe, im Stehen durchlaufen und wenn nicht halt in der Hocke. Und könnt auch von den Fenstern aus eure Burg verteidigen. Und habt halt wirklich nochmal eine zweite Etage, die so ein bisschen, ja, separat gesperrt ist. Die man nicht sieht, wo ihr euer Schlafzimmer reinbauen könnt. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Ich passte halt nicht mehr durch. Kloppt dann die Wände weg. In dem Fall baut die Wände halt erst gar nicht. Punkt. Das kürze ich ab. Wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit dem nächsten Schritt. So, ich habe dann quasi einfach einmal alles weggerissen, habe dann die Wand neu aufgebaut, einfach wieder hochgezogen, ohne die Wand vorne. Komischerweise wurde dadurch dann auch nicht mehr die Plattform richtig angezeigt und ich konnte auch ganz einfach unten reingehen und die Plattform ist irgendwie nach oben gerutscht. Sollte eigentlich nicht so sein, war aber jetzt leider in dem Fall so, sieht irgendwie auch besser aus mit der Lücke. Allerdings ist das ja eigentlich nicht der Plan gewesen und falls bei euch die Plattform halb normal bleibt, ist es auch eigentlich richtig. In dem Fall war sie irgendwie komischerweise weggebackt. Hier oben habe ich dann auch einfach die Wand weggenommen, zack. Und halt wieder einfach wie vorher auch komplett verendet. Deswegen sage ich, baut einfach nur an den Seiten und wenn ja, lasst wie hier eine richtig schöne Lücke. So, dann habt ihr den nächsten Schritt auch komplett geschafft. Ihr habt einmal den Aufgang, ihr habt Etage 2 und ihr habt die Decke zu Etage 2, könnt durch beide Schichten klettern, habt unten frei und habt jetzt quasi den kompletten Boden und alles an freier Fläche, was ihr verbauen könnt und habt halt hier den Eingang und alles mit der Treppe schon so wie hier im Video. Dann kommen wir zu einem etwas kniffligeren Schritt noch. Und zwar das Design. Ihr müsstet euch jetzt in dem Fall eine Plattform bauen, die einfach so hoch bauen, dass ihr drankommt und hochklettern könnt. In dem Fall oder halt eine Treppe. Ich habe jetzt den Flugmodus. Ihr müsst auch nicht unbedingt das, was ich jetzt mache, noch bauen. Ich persönlich finde aber einfach, dass es besser aussieht. Hab außenrum einfach nochmal Steinzaun gezogen und habe quasi diesen Turm, der ja wirklich innen ist, noch höher außen gezogen, dass es so aussieht, als ob auch wirklich das eine richtige Burg ist. Also hier oben habe ich nicht mehr genutzt, ist halt einfach nur die Kante, dass man denkt, okay, da oben ist auch wirklich Ende. Und habe halt diesen Turm noch erhöht, dass halt am Ende wirklich so der Effekt da ist, als ob da unten auch wirklich ein Turm ist. Vor allem mit dem Fenster und allem sieht es ja auch so aus, als ob da ein Kasten drin ist oder eine Kastenform gebaut wurde. Und habe dann einfach die Wände immer gelöscht, habe nur noch diesen Kasten höher gebaut und habe dann Schicht für Schicht für Schicht für Schicht halt immer wieder diesen Kasten erhöht und habe dann am Ende einfach oben auf den Kasten noch Holz gesetzt, so dass alles dann am Ende eigentlich auch relativ, ja, schnell einfach fertig ist. Aber wie schon gesagt, ihr müsst diese Schicht halt wirklich nicht bauen, diese Schicht ist unnötig, ihr könnt es auch einfach so lassen.
ist ein bisschen weniger und ist auch ein bisschen weniger Arbeit, falls man das halt jetzt ohne Mod-API und so macht und ohne Kreativmodus. Ist auch möglich mit Plattformen und Treppen. Allerdings sage ich ganz klar, es ist nicht notwendig. So, und dann habe ich halt einfach oben noch, zum Abschluss halt an die Ecken, wo ich halt konnte, noch Boden gesetzt, dass es so aussieht, als ob da oben auch wirklich zu ist. Man sieht die Kanten von weiter weg und es sieht dann halt einfach ein bisschen ordentlicher und besser aus. Und der Turm ist halt ein bisschen stabiler und kommt halt noch mehr raus. So, und das war dann eigentlich die komplette äußere fertige Schicht. Dann ging es eigentlich um innen und alles andere. Einer der letzten Schritte, was noch eure Burg angeht, ist außen, dass ihr nochmal komplett in derselben Form, relativ nah, so mit ein, zwei Steinzäunen Lücke, komplett außenrum jetzt nochmal einen Steinzaun zieht. So habt ihr einfach nochmal, einen gewissen Abstand zu eurer Burg, zu eurem Zuhause, den auch erst die Gegner kaputt kriegen müssen, wo die erstmal gegenlaufen. Und es macht optisch, finde ich, auch nochmal ein bisschen was her. Sieht einfach nochmal ein bisschen massiver aus, sieht einfach nochmal ein bisschen besser aus. Und zieht den komplett einmal außen rum, bis ihr wieder vorne ankommt. Seid ihr vorne angekommen, baut ihr ein bisschen hoch die Treppen, komplett aber nicht bis zur Ecke, weil ihr sonst auch eure Tür zwar aufkriegt, aber halt nicht mehr durchkommt. Und macht quasi vorne den Schlitz, den ihr jetzt gelassen habt, könnt ihr auch direkt zubauen. Ich habe es halt jetzt in dem Fall so gemacht. Baut ihr auch noch zu. Und jetzt kommt halt noch der letzte wichtige Schritt, bevor es an die Inneneinrichtung geht und ihr eigentlich nur noch dekorieren müsst und reinpacken müsst, was euch wichtig ist. Baut einmal so komplett angepasst, also dass es annimmt. Und lasst jedes Mal, wenn quasi ihr einen hattet, eine Lücke. Also baut immer einen Zaun, eine Lücke, einen Zaun, eine Lücke, einen Zaun, eine Lücke. So habt ihr quasi diese Kanten, die hochgehen. Genau wie früher bei den Burgen, wenn immer diese Pöller kamen. Und das gibt dem Ganzen, finde ich persönlich, halt auch nochmal mehr Feeling von einer Burg. Und baut dann diese Schicht auch noch fertig. Und dann seid ihr komplett fertig mit außen. Ihr könnt dann wirklich einfach nur noch euch nur noch um innen kümmern und um außen, wenn ihr irgendwie noch Fackeln haben wollt oder so, ist dann euch überlassen. Das ist dann eigentlich wirklich nur noch Deko und das ist alles, was die Burg von außen angeht und den richtigen Bau, der Rest ist euch überlassen. So, kommen wir zur Innenansicht und zwar öffnen wir den ganzen Spaß einfach. Oh, okay, das habe ich nicht bedacht. Okay, den Zaun müssen wir also wegnehmen. Aber wenn ihr dann quasi den ganzen Spaß geöffnet hättet, ich nehme das gleich auch nochmal weg, könnt ihr hier reinlaufen und habt dann hier unten eigentlich alles zum Lagern. Schränke, Felle, Waffen, Hasenkäfig, Pfeile, Knochen, Rüstung, Bomben und Werfgegenstände. Oben habt ihr noch Federn und Trinken und dann geht es quasi die Etage höher. Okay, das muss ich auf jeden Fall nochmal eben wegnehmen und dann gehen wir die Etage höher. Eine Etage höher sieht der ganze Spaß so aus, dass hier die Fackel ist. Hier ist auch noch Pfeile, damit man hier runterschießen kann. Dann bewegen wir uns hier runter. Zack, Trinken, Sitzgelegenheit, Kamin, Stuhl und Bett. Und dann ist quasi zu und der Rest ist Deko und mehr braucht man auch nicht. Und ganz ehrlich, Freunde, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich finde, es ist mit eins meiner besten Gebäude überhaupt bis jetzt geworden. Und ich zeige euch jetzt auch noch natürlich einmal alles von draußen. Von draußen sieht der ganze Spaß jetzt so aus. Halt wie so eine richtig kleine, schöne Burg. Mit einem Eingang, mit einem Zaun. Alles, was das Herz begehrt, eher gesagt, nicht bedarf. Und mit einem Ausguck. Ihr habt zwei Etagen, ihr habt wirklich, ich finde, es sieht mega geil aus und ist mega gut geworden. Und ja, Freunde, das war's endlich, dann habt ihr es geschafft und das Teil steht.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, meine lieben Freunde, dann gebt mir doch bitte ein Däumchen nach oben, schreibt mir in die Kommentare und natürlich über ein Abo würde ich mich mega freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Bauidee oder bis zum nächsten Livestream. Macht es auf jeden Fall gut, bleibt so, wie ihr seid. Haut rein, Peace.